Einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 hinter Kaifek Revival 2.0 zusammen mit dem Christian, dem Kevin, dem Daniel und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh. Grüße. So, jetzt gucke ich mal. Ich gucke mal nach Aufträgen. Wir haben noch so Ansehaufträge. Nö, wir haben nur Ernten. Und Grobbaum. Boah, nur Ernten. Oh, der hat mich schon angenommen. Okay. Was haben wir denn hier? Rote Beete bringt 33.000. Uiuiui. Noch mehr rote Beete, Alter. Voll viel rote Beete hier. Rote Beete. Was hast du denn? Uiuiui. Ein kleiner Umfallschaden. Ein Unfall? Ein Unfall? Ein Unfall? Umfallschaden. Ein Unfall? Bitte bleiben Sie dran, Sie werden gleich geholfen. Oi, was machst du denn da? Haben wir noch Waldgrasspiegel, lieber Händler? Haben wir bestimmt irgendwo rumfliegen, du. Ich muss mal im Lager gucken. Ansonsten bauen wir John Deere-Spiegel dran. Na, gelbe. Geht, Hilfe. Wie kannst du nur daran denken? Ist so. Unfall. Rote Beete-Maschine haben wir nicht, ne? Doch. Ich denke wieder auf der Tür fahren. Unten in der in dem Fahrsilo stehen okay. Die. Hätte ich hier schon mal Bock drauf, habe ich noch nie gemacht. Der Europa hat müsste ein Multifruit Dings vorne dran haben. Okay. Dann würde ich nämlich die 15 annehmen. Ohne Geräte. Vertrag akzeptieren. Fahre ich ja schon mal mit meinem Valtra und Anhänger dahin. Also rote Beete gibt eigentlich immer einen guten Ertrag. Nein. Ich habe es auch schon zweimal gemacht. Besser als Karotten. Ja, gut, der Ertrag gibt uns ja nicht beim Auftrag. So, dann fährst du jetzt bitte zu Feld 15. Play. Was hast du gesagt? Der Roder kann das. Ich weiß es nicht, ob es beide können, weil da stehen zwei. Was ist denn los? Wir waren falsch gelaufen. In Fahrzeug. Woran erkenne ich das? Gute Frage, ne? Der Dings soll das können, der Grüne eigentlich. Du kannst auch einfach, du kannst einfach bei auf der Garage gucken. Im Shop. Stimmt, ich kann auch in die Garage gucken. Außer wenn du das Multischneidwerk hast, wo du ja alle drei Sorten mitmachen kannst. Ja. Wenn ihr es habt. Ja, der Kolossus müsste es eigentlich können. Der Grüne, wo der jetzt drin sitzt. Und der hat, glaube ich, ja. Multifruit. Ja, der kann das. Ja, er kann das. Er kann das. Boah, bei mir ist das eine Leckparty, hey. Wie ein Leck steht denn da? The Game. The Game. Das lag an deinem Schluck auf. Genau. Der Schluck auf ist schuld, dass das Game jetzt leckt. Ja. Aha, erläuter mir das mal bitte, deine Theorie. Sag doch, du hast bestimmt irgendwo eine Dame, die an dich dran denkt oder vielleicht weiß oder vielleicht nicht wahrgenommen hast. Weiß, dass sie an mich denkt. Ja. Oder wie? Aha, interessant. Ich kann an jemanden denken, ohne es zu wissen. Vielleicht hast du ja eine Arbeitskollegin, die ein Auge auf dich geworfen hat. Nö. Oder ein Arbeitskollege. Ich habe eine Arbeitskollegin.
Ey, ich habe eine Arbeitskollegin und die hat mir einen Korb gegeben. Dreimal. Ja, nee. Alle guten Dinge sind vier. Bitte. Nee, genau. Viermal. Du hast wenigstens ein schöner Korb. Oder so ein Blastichkorb. So ein Billigding, weißt du? Wie keinen weggesteckt. Na, und solche Arbeitskollegen habe ich auch nicht bei mir im Ding Daniel, also im Ding Daniel? In der Arbeit. Weißt du, Daniel? Weißt, Kalle. Weißt. Ja, weißt. Kerle. Weißt du? So. Aber es ist das zweite Mal, dass ich bei den Aufnahmen hier die ganze Zeit mit einem Grupper durch die Gegend fahre. Oh, ich bin verkehrt. Auf ein Feld weiter. Nur Gruppern hier gefühlt. An meinem schönen Xerion hier in Werder Bremen Design. Boah, ich habe gerade die Idee. Ich weiß, dass ich im 25 aber manche Traktoren mache. Ich mache das Werder Bremen Logo drauf. Um Gottes Willen. Nein. Werder Bremen Logo irgendwo drauf und hinten dann den Spruch. Ja, was denn? Ist doch cool. Dann möchte ich aber ein rot-weißes Logo haben. Das Logo werde ich definitiv nicht programmieren. Jedes. Ich würde sogar das HSV-Logo machen, das wäre mir wurscht, aber nicht das Bayern-Logo. Bayern ist ja auch rot-blau. Ja, aber er hat jetzt gerade Bayern gemeint. Kevin dreht durch, ja, Brigger, ist echt so. Definitiv. Kevin dreht durch? Nein, ich drehe nicht durch, das ist doch eine geile Idee. Ah, wie kann man nochmal den Lenkmodus ändern von dem Fahrzeug, wie war das noch? Steuerung Z. Das war der Hundegang. Ach, übrigens, es sind gerade nochmal 3 Sehaufträge reingekommen. So will ich das haben. Nur, falls jemand es wissen wollte. Ja. Neun und die 2. Welche mache ich zuerst? Ach, die 2 ist gleich da unten. Das ist die 9. Da hinten. Dann machen wir jetzt die 2. So, stechen wir jetzt einmal hier gerade durch. Rotbeete. Oh. Lecker, lecker, lecker. Ich weiß nicht, was bereuen, dass ich das sage, aber wisst ihr, was ein Vorteil ist, dass Jürgen heute nicht da ist? Einer weniger, der auch der gegen mich schießt. Oh, das wird sich nur ändern. Oh. Dafür kriegst du es dann nächste Woche umso mehr. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja gesagt, ich werde bereuen, was ich das sage. Das ist mir auch irgendwie wurscht. Wer hält da nicht nächste Woche ein? Genau. Ja, wollen sie mich denn einsperren? Ich kann überall. Denk mal, da ist Jürgen flexibel, der will ja was will, aber hinter geil. Oh, mich kann man nicht einsperren, ich komme überall raus. So. Meine Mutter hat das eine Mal auch gedacht, so sie kann mich einsperren daheim, mir Hausarrest geben. Ja, ich bin übers Dach abgehauen dann. Schlimmer Bub, du. Ja, gut, nicht direkt übers Dach, halt übers Garagendach, weil wir hatten einen Balkon, der ging ums ganze Haus rum. Und bei mir war auch der Balkon und direkt
nach dem Balkon kam die Garage und dann bin ich aufs Garagendach, übers Garagendach drüber und auf der anderen Seite waren Sicherungskasten. Und da bin ich dann drauf und abgehauen. Bin dann gleich den ganzen Abend, die ganze Nacht dann in der Bar gehockt und als die zugemacht habe, bin ich zu meinem Skifahrer und hab da gepennt. Der hat das so blöd geguckt, hey, weil der hat schon gepennt und ich lag plötzlich in der Früh und der zur Arbeit musste plötzlich auf seiner Couch. Solange du nicht auf seinem Bett geschmissen hast. Nee, sonst hätte ich ihn dann nicht, hab ich aus der Wohnung geworfen. Nee. Ja, mein Server hat geschrieben. Ich habe sowas schon mal gesagt, dass dass alle mich fertig machen oder wie oder wo oder was. Das sage ich doch immer. Ich aber doch immer drüber. Also Christian. Ja. Aufgabe für dich bis nächste Woche, die Mods von der Hinterkaifeck runterladen. Hm? Damit du da mitmachen kannst. Also sprich, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt diese Woche Freitag. Ja, musst du mir nur schicken. Kein Problem. Mach ich dann den Ordner fertig. Was ist das denn? Mein Ordner, dann von Kevins Ordner und dann mache ich einen Ordner hinter Kai weg. Jetzt überlasse ich lieber Daniel, weil. So, Marc. Ne, alles gut, ich fahre mich selber ab. Mal gucken, ob der. Nee. Ob er Blödsinn macht. Der Europa. Ja, ich meine, ja, weißt du, wenn ich jetzt komme, dann heißt es so wieder, boah, was für ein schlechter Abfahrer. Ne, geht. Dann meckert ihr nur wieder über mich. Wenn ich abfahre, bleibe ich lieber unter mir. Unter mir. Ja, unter mir. Ja, gutes Deutsch. Wer ist gutes Deutsch? Kann man jetzt auch so oder so sehen, ne? Unter mir. Ja. Ja, hey. Lass mich doch. Ich hab gekauft, gibt den Deutsch bei Kick für 1 Euro. Weißt du? Ehrlich. Hey, ich hatte früher einen Sprachfehler. Deswegen wurde ich auch ein Jahr später eingeschult. Unter mir. Manchmal habe ich etwas Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Da sage ich manchmal Wörter, die sehr seltsam sind. Ach, du bist ja schon auf dem Server, aber dann hast du ja die Modliste auch eigentlich zum Runterladen. Die ist angepinnt auf dem Chat Ratioform Gedöns. Ah, ist aber bei euch auf dem Server schon drauf, oder? Jo. Dann kann er sich das auch da so nehmen, ja. Bin da jetzt mal gerade beigetreten. Und wenn da auf das Chat-Ratio-Form gehst, da ist das angepinnt, die Modliste oben. Kevin selbst ist schon seltsam. Hey! Da gebe ich dir Kevin vollkommen recht. Ein Kevin muss seltsam sein. Aber ich bin nicht nur seltsam, sondern die Zeit ist rum. Ja, dann mach doch mal was. Soll ich machen? Ja, sicher. Ja, dann mache ich mal. Gut, dann Leute. Dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt lieben gerne in die Kommentare. Bei den anderen könnt ihr auch reinschauen. Links wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns zu einer weiteren Folge morgen. Dahin. Servus, Leute. Ciao.
Ciao. Tschüssi.